Das als sehr, sehr hilfreiche Gedankenstütze beim Teillernen. Der Konsonant zeigt uns, wo im Mund eine Silbe beginnt und der Vokal zeigt uns, wie wir diese Silbe lösen müssen. สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีที่เข้ามาชมรายการเรียนภาษาไทยของอาจารย์โรดี้ครับ Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Beitrag und einem wichtigen Hinweis für all diejenigen, die damit begonnen haben, Thailändisch zu lernen oder die sich für die Thai-Sprache interessieren und diese lernen wollen. Ich stelle in diesem Beitrag eine Gedankenstütze bereit, die dir sicherlich dabei helfen wird, den Aufbau der Thai-Sprache besser zu verstehen, beziehungsweise den Schriftaufbau und die Art und Weise, wie Silben oder Wörter gesprochen werden, besser zu verstehen und besser nachzuvollziehen. ในวิดีโอนี้ผมอยากเล่าให้คนรู้ว่าการสร้างพยางค์ในภาษาไทยเป็นไงบ้างแล้วต้องออกเสียงของพยางค์แต่ละพยางค์อย่างไรกันดีครับ Aus dem Deutschen kennen wir den Aufbau von Silben, indem wir Konsonanten und Vokale als gleichberechtigte Partner sozusagen verwenden können und daraus Silben bilden. Wir können zum Beispiel mit einem Konsonanten starten, einen Vokal hinzufügen und so weiter. Im Begriff Ja zum Beispiel haben wir Ja, also das J als Konsonant und das A als Vokal und wir haben einen Begriff. Oder ein weiteres Beispiel, wenn wir jetzt an der Donau zum Beispiel an, besteht ebenfalls aus zwei Buchstaben, beginnend mit dem Vokal, gefolgt vom Konsonanten. Konsonant und Vokal im Deutschen also gleichbedeutend, beziehungsweise sie haben die gleichen Rechte in der Sprachstruktur. แต่ว่าในภาษาไทยนั้นมันแตกต่างเยอะเลยนะครับเพราะว่า und jetzt zeige ich dir weshalbIm Thai das ganz anders ausschaut. Auch hier haben wir Konsonanten und Vokale, aber ein Vokal kann von sich aus nicht existieren. Er benötigt einen Anfangskonsonanten. Das heißt, an jedem Silbenanfang im Thai oder an jedem Wortanfang steht ein Konsonant. Es gibt einen stummen Konsonant, der uns ermöglicht, einen Begriff in der Aussprache indirekt als Vokal zu beginnen, wobeidieses Wort dann ebenfalls mit einem stummen Konsonanten beginnt, beziehungsweise mit einem Anfangskonsonanten. Und das ist der große Unterschied. Ein Wort im Thai oder eine Silbe, Nok Siang Dang, ne? Es gibt hier verschiedene Vögel, die hier so ein bisschen rumzwitschern. Ich kenne die natürlich nicht. Nok Dela Chenik Gome Lutak Nakab Go. Mi Lai Prapet Lai Lai Chenik Lai Nakab. Da war Swedi.Klammer geschlossen, also es gibt hier viele unterschiedliche Vögel, die ja, sich gegenseitig hinterherjagen und sich die einzelnen Speisen oder was sie auch immer abjagen. Zurück zur Silbenbildung. Und es ist wirklich ganz, ganz wichtig oder sehr, sehr hilfreich natürlich auch, wenn du das verstehst. เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ได้เวลาเรียนภาษาไทยตอนต้นนะครับEs ist also ein Hilfsmittel beim Thailändischlernen als Anfänger, insbesondere die Thai-Schrift. Gut, im Thai brauchen wir also immer einen Anfangskonsonanten, gefolgt von einem Vokal. Das heißt, wir schreiben als hauptberechtigten Konsonanten und ordnen die Vokale drumherum an. Und das macht das Ganze ein bisschen zu Beginn kompliziert. Doch es ist im Grunde ganz einfach, dennWas du wissen solltest, ist, dass ein Konsonant immer angibt, an welcher Stelle in unserem Mund drin, also vorne bei den Lippen, sei es im Gaumen oder auch ganz hinten im Rachen, eine Silbe beginnt. Deshalb der Anfangskonsonant, der wird an der Stelle gesprochen, beziehungsweise das Schriftbild des Konsonanten gibt uns an, wo wir die entsprechende Silbe starten müssen in unserem Mund. Als Beispiel können wir zum Beispiel entweder den unbehauchten P oder den behauchten P nehmen.
Und der beginnt ja, oder beide beginnen ganz vorne bei den Lippen. Also P oder P. Und gefolgt dann eben von dem Vokal, welcher uns wiederum anhand des Schriftbilds zeigt, wie wir diesen Anfangskonsonanten zu lösen haben. Nehmen wir mal den unbehauchten P, den wir ja vom Bla vielleicht bereits kennen, und lösen diesen mit dem Vokal A. Dann kriegen wir die Silbe Ba, Ba, Ba. Wenn wir jetzt den behauchten Posampau zum Beispiel lösen, oder Porpan, lösen mit dem langen Vokal A, dann erhalten wir Pa, Pa, Pa. Wir haben also Ba und Pa, beide Anfangskonsonanten hier vorne, gelöst mit dem A-Vokal. Nehmen wir ein weiteres Beispiel von eher etwas hinten im Rachen. Was können wir nehmen? Zum Beispiel Gorgai, ne? Weil den kennen wir sehr wahrscheinlich bereits. Gorgai ist ja das unbehauchte K hier hinten drin. Und ein weiterer Buchstabe, das Korkwai, das behauchte K, auch hier drin, ganz hier hinten im Rachen. Und lösen diesen oder diese ebenfalls mit einem langen A. Dann kriegen wir die zwei Silben Ga und Ka. Ga, Ka. Einmal unbehaucht, einmal behaucht. Jetzt hatten wir ganz vorne Ba, Pa und ganz hinten Ga, Ka. Oh, Ga, Ka. Und jetzt müssen wir einfach uns merken, dass im Schriftbild der Anfangskonsonant uns zeigt, hier wird begonnen, und der Vokal, der darum herum platziert wird, so müssen wir diesen Anfangspunkt lösen. Also Ba, es könnte auch ein I sein, Bi, Bu, Bä, B, B, Ba, welchen Vokal wir auch immer wählen, oder auch die behauchte Variante Pa, Pi, Pu, Pä, Pe, Po, Pa, Pü und so weiter. Hinten geht's genau gleich. Ka, Ki, Ku, Kä, K, Kü, Ka und so weiter. Oder Ga, Gä, Go, Gi, Gö. Welchen Vokal wir dazu nehmen, hängt ja dann eben vom Schriftbild oder von der Silbe ab. Aber das als sehr, sehr hilfreiche Gedankenstütze beim Teillernen. Der Konsonant zeigt uns, wo im Mund eine Silbe beginnt, und der Vokal zeigt uns, wie wir diese Silbe lösen müssen. Es gibt dann auch Silben, die noch einen weiteren Schlusskonsonanten hinzugefügt bekommen, ganz zum Schluss. Aber das spielt für das Lösen und das Ansprechen jeder Silbe keine Rolle. Also wie gesagt, eine Silbe im Thai besteht aus Anfangskonsonant, mindestens ein Konsonant, also der Anfangskonsonant, gefolgt von der Lösung. Seine Lösung für die Silbe, wie wir die Silbe zu lösen haben, also im Gorgai zum Beispiel, und Sara, also der A-Vokal, gibt die Silbe Ga, der Rabe. Ga, der Rabe oder die Krähe. Gut, das als kleine Hilfeleistung, als Gedankenstütze, um Thailändisch zu lernen, wenn du mit der Thai-Schrift begonnen hast. Und ich, wie in jedem Video oder wie in jedem Beitrag oder fast jedem Beitrag, erwähne ich hier auch nochmal, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Thai-Schrift lernen, wenn wir wirklich Thailändisch lernen wollen. Tha khun tang chai lua mi pao mai thi cha rian phasa thai thae ching na khap ko tong rian aan phasa thai tong rian khien phasa thai duai na khap pue tham hai nae chai wa cha dai prasob kwam samret nae nae na khap. Das ist eben für unseren Erfolg, für deinen Erfolg, ganz, ganz zentral. Es mag am Anfang als Hürde erscheinen, ist es aber nicht, denn es ist im Grunde ein Hilfsmittel, um die Thai-Sprache zu lernen. Mit dem Kursprogramm auf Online Thai lernst du Schritt für Schritt, wie du deine Ziele in Bezug auf die thailändische Sprache erreichen kannst. Und ich kann dir sagen, es funktioniert. Du brauchst einfach am Anfang den ersten Schritt zu tun. Sing diao ti jam ben tong na khap ti tong kan khu tong reum ton loi na khap ti cha rian. Ich kann es dir nur empfehlen, versuch's mal aus. Und was ich noch sagen wollte, im Vergleich zum Deutschen ist die Thai-Sprache bzw. die Thai-Schrift eher leicht. Denn erklär mir mal, weshalb wird manchmal ein Buchstabe, zum Beispiel nehmen wir den Vokal O, wieso wird der nicht immer als O gelesen?
vorhin ein Wort gelesen, ohne oder auch ob. Ob du etwas kannst oder nicht. In diesem Satz zum Beispiel, ob, wird o gesagt und dann das geht doch nicht. In doch wird dann plötzlich o gesagt für o. Ich bin froh, dass ich das als Kind so gelernt habe, aber für erwachsene Lernende ist es sicherlich sehr, sehr viel schwieriger, Deutsch zu lernen als Thailändisch. Pashana nea, ko su su, tita rum ton rien pasa thai, tanti le na krab, kao pa rien mai website online thai. Dai le na krab. Ja, so viel für heute, für diesen Beitrag. Ich empfehle dir also nochmal, dir in Erinnerung zu rufen für jede Silbe, denn es ist hilfreich, dass eben im Grunde der Konsonant aussagt, wie spreche ich eine Silbe an und der Vokal, wie löse ich die Silbe. Nie gab ein Krümel, die rau chai kan dai, wela rien pasa thai, don ton, na krab. Lau go, khob kumma krab, ti, gott lai, gott chai, la go, fa kommen, wai, dan lang duai, na krab, hom. Vielen Dank fürs Liken, fürs Sharen und wenn du magst, kannst du auch gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen, dich in einer der Lektionen auf online-thai zu sehen oder auch sonst im nächsten Beitrag. Khopkhun nakrab thi khao ma shom raikan rian phasa thai eek nakrab lao wai jeo gan okaas na krab phom. Sawasdee krab.